Willkommen zurück zu Polytopia. Ja, der zweite Teil, der erste Teil sollte schon online sein. Das heißt, jetzt könnt ihr auch hier den zweiten Teil schauen. Ich würde sagen, es geht gleich weiter und los geht's. Und bisher haben wir die Hälfte der Map. Wir sind auf jeden Fall erster Platz. Ja, natürlich greifen die direkt den Ritter an. Ich glaube, ich mache gar nicht so viel mit dem Riesen hier. Einfach heilen. Und dann holen wir uns Schiffe und ein Schlachtschiff. Und dann greifen wir auf jeden Fall den da an, weil der gefährlich ist. Oh, und hier war einmal Umagi. Machen wir so auf jeden Fall und machen wir so. Und der da hat nicht geschossen. Also greifen wir da auf jeden Fall an. Ja, den versuchen wir mal zu heilen. Wir kommen auf jeden Fall bis hierhin. Können einmal so schlagen. Und einmal so schlagen. Ah, ich hätte, glaube ich, einen Ritter nehmen sollen. Dann, nein, kein Katapult. Nehmen wir uns einen Ritter. Wir haben noch 24 Sterne, was kann man damit machen? Auf jeden Fall kann man hier die schon mal ein bisschen weiter schicken. Und den da kann ich auch noch weiter schicken. Würde ich sagen, gehe ich hier hin und schieße den einmal ab. Den da machen wir zum Schlachtschiff. Und noch ein Krieger. Und ansonsten machen wir, glaube ich, nichts. Wir haben eh nur noch 2 Sterne. Oh, wir können hier eine Straße hinmachen. Ah, ist eh schon verbunden durch die Häfen. Deshalb habe ich da leider nicht mehr zusätzlich was bekommen. So. Ja, die Situation wird ein bisschen brenzlig hier unten. Ja. Aber ich habe ja hier auch noch einige kleine Boote und die können dann sich um die hier kümmern. Einmal so, einmal so. Dann können wir den einmal heilen und dann greifen wir den da an. Hier gehen wir einmal durch. Oh, da gibt es einen Riesen, den greifen wir auch direkt an. Hier haben wir noch so ein Schlachtschiff. Greifen wir so an. Einmal so, den da heilen wir. Hier machen wir mal eine Straße hin für den Ritter. Vielleicht hätte ich zuerst mit dem Krieger hier gehen sollen. Das hätte auf jeden Fall mehr gebracht. Kann ich hier lang gehen? Ja, okay, es hat doch noch geklappt. Also können wir die Stadt auf jeden Fall übernehmen. Der Krieger, ja, der ist fast tot. Können wir einlösen für 1 Stern. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann bauen wir mal Straßen. Straßen, Straßen. Und dann übernehmen wir hier diese Stadt. Oh, das geht noch gar nicht, weil dieser Wald noch zu den Kiku gehört. Hier können wir auf jeden Fall den da noch weiter schicken. Und der kommt ganz knapp nicht ins Wasser, also schicken wir den erstmal nach da. Können wir alle nach vorne schicken. Kein Katapult, ein Ritter bitte. Und ich hätte auch gern Aquatismus, dann könnten wir uns besser verteidigen. Also opfern wir hier mal einen Wald. Und dann holen wir uns Aquatismus. Noch eine Menge unerobertes Zeug hier oben. Hier ist wahrscheinlich noch ein Dorf. Also ich glaube es zumindest, weil hier halt Wasser ist. Oder ist einfach generell irgendein Land mit einer Ruine oder so. So, den da heilen wir. Und dann Zug beenden.
Okay, sie haben einen Riesen. Wir müssen auf jeden Fall den Riesen hier heilen, aber. Also, heilen wir. Und dann, ja, den einen schießen wir da auf den da und mit dem Rest schießen wir auf den Riesen, um den schön zu schwächen. Hier gehe ich so hin und schieße den mal ab. Und hier muss ich auf jeden Fall auf den gegnerischen Riesen dort schießen. Machen wir so. Und der kriegt auch eine Beförderung. Dann befördern wir den mal doppelt und machen den zum Schlachtschiff. Ja, der nervt ein bisschen. Deshalb schlagen wir da einmal drauf. Dann können wir auch hier die Stadt übernehmen. Okay. Ja, bauen wir mal einen Hafen, damit das nicht alles so rot ist. Heilen wir einmal. Ah, wobei, ich hätte die Stadt sogar übernehmen können. Kann ich sogar. Ich schick mal beide hier hin und mach dann so. Und dann haben wir auch die Stadt. Und gehen wir hier lang und hier lang. Da haben wir noch ein riesen Schlachtschiff. Und dann schauen wir uns mal um, wir können auch hier noch was machen. Damit wir vielleicht hier noch einen Riesen bekommen. Reicht natürlich ganz genau nicht. Was sehr schön ist, ja. Hier könnten wir auch noch ein bisschen was machen. Wir haben ja hier auch noch Wald und Straßen. Beenden wir einfach den Zug. Ja, die wollen mich davon abhalten. Oh, da ist noch ein Riese. Also jetzt Doppelries. Oh, das war dumm. Das war echt dumm. Aber gehen wir trotzdem mal so. Und so. Mit dem beseitigen wir den da. Und so. Und den müssen wir auf jeden Fall heilen, weil in der nächsten Runde hier zwei Riesen kommen. So, die Stadt übernehmen wir. Auf jeden Fall. Und wir haben in unserer Hauptstadt jetzt einen super Riesen bekommen. Hier bekommen wir auch noch eine super Einheit. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Stadt. Oh Gott, wie viele Städte haben die denn? Hier würde ich auf jeden Fall nach da gehen, um hier ein bisschen zu unterstützen. Aber jetzt können wir hier auf jeden Fall auch Straßen bauen, ja. Damit das alles schön verbunden ist und man hier diesen Bonus bekommt zum Laufen. Wie groß sind die Grenzen hier? Die gehen bis dahin. Dann können wir hier auf jeden Fall noch eine super Einheit holen. Und den können wir auch noch zu einem Boot machen. Und mit dem Ritter können wir nichts machen. Und den heilen wir. Und dann holen wir hier noch eins. Ich würde auf jeden Fall das hier noch verbessern. Und dann fischen. Und ein Riesen. Und hier nochmal jagen. Holzhütte. Machen wir hier. Und noch einen Hafen. Dann kriegen wir noch einen Riesen. Dann können wir noch mehr oder noch besser angreifen. Machen wir so. Und das reicht dann nicht mehr. Also opfern wir hier einen Wald und fischen einmal. Grenzwachstum. Eine Ruine. Leider kein Wal.
Beenden wir. Ja, das wird auf jeden Fall gefährlich hier. Wir müssen jetzt mit den kleinen Booten mal Platz machen. Und auch mal hier den hinteren angreifen. Den können wir nicht bewegen, weil da so viele Gegner rumstehen. Dann bewegen wir den mal wieder zurück nach oben. Und einmal, ja, den Einschlag. So, hier haben wir einen Ritter. Da können wir einmal da drauf schießen. Da schlagen wir einmal. Und schlagen nochmal. Den können wir befördern. Heilen. Nochmal heilen. Und den bewegen wir. Wo schießen wir mit dem hin? Schießen wir auf den. Und 33 hat er ein Leben. Der wird auf jeden Fall zweimal geklatscht, also heile ich den auch nochmal. Hier haben wir nochmal die beiden Riesen von letzter Runde. Verbessern wir beide auf Schlachtschiff-Niveau. Und hier haben wir noch einen. Also machen wir so. Und noch ein Schlachtschiff. Jetzt haben wir hier drei Stück. Mit dem kann ich nichts machen. Den brauche ich auch nicht. Können wir einfach mal auflösen. Kriegen einen Stern zurück. Und ansonsten gibt es nichts mehr. Fast nichts. Können wir hier noch ein bisschen verbessern. Obst ernten. Ja. Zug beenden. Wow. Okay, das hat wehgetan. Aua. Ich habe ja hier noch ein paar. Mit dem kann ich den da abschießen. Kann ich so abschießen. Der hat genügend Schaden gemacht. Mit dem ärgern wir den da. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge. Schießen wir einmal so rauf. Und jetzt haben wir hier nur noch einen Riesen. Mit 8 Leben. Also der wird es auf keinen Fall schaffen. Und hier bräuchte ich so dringend einen Ritter. Das sind so ganz viele mit ganz wenig Leben. Schießen wir hier rauf. Schießen wir hier rauf. Und aus dem machen wir auch noch ein Schlachtschiff. Wir haben hier noch einen. Wow, das hat natürlich nicht gereicht. Wir haben nur 3 Schaden gemacht. Da kommen wir nicht durch. Aber wir können so machen. Oder auch nicht. Warum nicht? Vielleicht, weil keine Straße verfügbar ist. Nein, immer noch nicht. Ah, wegen dem kleinen Boot von den Kiku hat es nicht geklappt. Machen wir so. Und dann können wir hier lang. Schlag, Schlag und Schlag. Und nochmal befördern, damit das nicht verloren gehen kann. Könnten noch was machen, aber hier ist eigentlich nichts mehr. Also Zug beenden. Ja, das bisschen interessiert mich auch eigentlich nicht mehr. Ich meine, das sind jetzt nur noch so verzweifelte Versuche. Wir schießen mit dem da drauf. Ich hätte mit dem anderen zuerst schießen sollen. Mit dem darauf und mit dem darauf und nochmal darauf. Also auf jeden Fall ganz einfach. Hier haben wir
noch eine Stadt. Können wir auch verbinden. Gehen wir hier lang. Einmal so, einmal so. Dann gehen wir nochmal hier hin. Wir kommen da leider nicht hin. Leider, leider. Ja, komm, machen wir hieraus auch noch ein Schlachtschiff. Wir haben ja die Ressourcen. Und dann können wir auch, glaube ich, die letzte Stadt übernehmen von den Kiku. Ja, eine Stadt haben die nur noch. Und die erobere ich gerade. Dann können wir auch noch hier hingehen. Und den heilen wir wieder. Den heilen wir einfach die ganze Zeit. Das ist so ein, ja, so ein Schadensbeutel. Der saugt einfach den ganzen Schaden auf. Und interessiert sich nicht groß dafür. Und wir sind so kurz davor. Deshalb würde ich auch sagen, holen wir uns Bergbau. Endlich. Machen wir eine Mine hier hin. Und super Einheit. Hier könnten wir auch noch einiges machen. Also Mine. Fischen. Fischen und eine Holzhütte. Wow. Mein Speicher war voll. Also von meinem Smartphone der interne Speicher. Es war lang nicht mehr so. Ich glaube, seitdem ich mit SimCity aufgehört habe, hatte ich keinen vollen Speicher mehr, aber jetzt plötzlich. Ja, na gut, es geht weiter. Gehen wir einfach mal hier hin. Und schicken die dann hier zum Xingxi-Reich. Wie viele Städte sind das? Drei. Also irgendwie hier eine Stadt, da die Stadt und hier wahrscheinlich die Hauptstadt. Zug beenden. Sind eine Menge Menschen mit einer Menge Schwerter. Da und da. Ich weiß nicht, ob ich das halten kann, wegen dem da. Aber mal gucken. Gehen wir hier hin. Können wir hier hin. Und dann können wir die Stadt da erobern. Kiku zerstört. Sehr schön. Und dann können wir hier die alle reinschicken. Oder eben nach hier. Dann können wir hier auf dem großen Feld noch recht viel anfangen. Da mit den Kriegern hin und hier mit den Schlachtschiffen. Ich habe hier tatsächlich noch einen Riesen. Ich glaube nicht, dass er noch rechtzeitig zur Party kommen wird. Ich erforsche jetzt einfach so ziemlich alles. Ja, die schlagen halt verzweifelt um sich. Grab des Kaisers freigeschaltet. Sehr schön. Können wir hier hingehen, so machen. Dahin. Hier können wir einmal heilen. Erobern. Erobern. Dann würde ich auch die Riesen mal langsam von Bord schicken. Den da können wir zumindest mal angreifen. Ansonsten gibt es nichts mehr viel zu tun. Einmal hierhin, einmal hierhin. Einfach alle Riesen dahin schicken. So, den Riesen haben wir auch noch. Ich glaube, den schicke ich auch per Schlachtschiff dorthin. Hier haben wir auch noch einen Riesen.
Ich würde gern erstmal das da machen. Das macht natürlich die Forschung günstiger. Und dann haben wir auch gar keine Sterne mehr, also zu beenden. Schlagen wir so. Schlagen wir oder gehen wir so hin. So und so. Mit dem halte ich mich noch ein bisschen zurück. Der kann natürlich auch angreifen. Und dann holen wir uns noch hier ein paar Upgrades. Wir haben auch nur noch zwei. Und das ist jetzt so ziemlich das Ende. Komm schon. Haben wir das. Und dann besiegen wir noch den da. Und dann war es das. Haben wir hier mal Hafen hin. Können wir da noch ein bisschen erkunden. Dann können wir hier noch ein bisschen erkunden. Und holen uns auch eine super Einheit. Aber wird gar nicht mehr reichen. Ich habe es einen Zug zu spät gemacht. Naja. Jedenfalls. Komm schon. Ah, das nervt echt mit dem Einsammeln. Wir haben alle erobert. Niemand mehr ist übrig geblieben. Und dann können wir das Spiel auch beenden. Wir haben die große Map. Vier Gegner. Tempofertigkeiten 32 von 40. Wow. Eines der ersten Male, wo ich wirklich 100% bekomme. 8 Einheiten verloren, 93%. Das ist ganz okay. Ja, Stämme zerstört, 3 von 4. Die Omaji wurden leider zu früh zerstört, konnte ich leider nicht mehr ändern. Endbewertung 92%. Wir sind 3% entfernt von den 3 Sternen. Jedenfalls war's das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.